Liebe Eimelroder, liebe Gäste, herzlich willkommen zur Eröffnungsveranstaltung anlässlich unserer 1000-Jahr-Feier. Ich freue mich sehr, dass Sie alle so zahlreich erschienen seid, um unser Fest hier heute zu eröffnen. Ganz besonders begrüßen möchte ich zu Beginn einige Ehrengäste unter uns. Ich begrüße Herrn Staatssekretär Rössler, der den weiten Weg aus Wiesbaden heute auf sich genommen hat. Schön, dass Sie da sind. Weiter darf ich begrüßen Frau Dilscher, Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Frau Dilscher lässt die herzlichen Grüße ausrichten. Sowie Herrn Kuhlmann, Abgeordneter des Hessischen Landtages. Herzlich willkommen. Außerdem darf ich begrüßen den ersten Kreisbeigeordneten des Landkreises Waldeck-Frankenberg, Herrn Frese. Und natürlich unseren Bürgermeister der Gemeinde Willing, Herrn Trachte. Zudem freue ich mich, einige weitere Bürgermeister aus den umliegenden Gemeinden begrüßen zu dürfen, sowie die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher der Gemeinden Diemelsee und Willingen. Darüber hinaus begrüße ich zahlreiche weitere Vertreter der zahlreiche weitere Vertreter verschiedener Institutionen aus unserer ganzen Region. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind und mit uns dieses besondere Jubiläum feiern möchten. Herzlich willkommen Ihnen allen. Im Juni 2021 war es. Corona war noch das beherrschende Thema, als man in Eimelroth begann, über eine mögliche 1000-Jahr-Feier nachzudenken. Einem engagierten und historisch bewanderten Mitbürger aus Eimelroth, Herrn Werner Wilke, ist es zu verdanken, dass wir heute wissen, wie alt wir doch eigentlich sind. Werner Wilke war bei der Aufarbeitung unserer Geschichte auf Unterlagen gestoßen, aus welchen hervorgeht, dass unser Ort bereits im Jahr 1024 existierte und erwähnt wurde. Nachdem also nun der Verdacht im Raum stand, dass wir viel älter sind, als wir uns fühlten, lautete die Frage, wollen wir das? Und die Antwort aus dem Dorf war ganz klar, ja, wir wollen das. Also wurden bereits im August 2021 alle notwendigen Unterlagen beim Staatsarchiv in Marburg eingereicht. Und heute ist es nun soweit. Wir werden die Urkunde als Bestätigung überreicht bekommen. Ja, wir sind 1000 Jahre alt. Ein wirklich besonderes Jubiläum. Dies im eigenen Ort miterleben und mitfeiern zu dürfen, ein Privileg für uns alle. Es ist eine gute Gelegenheit, auf unsere Geschichte, eine wirklich besondere Geschichte, zurückzublicken. Es ist aber auch Gelegenheit, die Gegenwart zu feiern und sich gemeinsam auf die Zukunft zu freuen. Und genau das wollen wir in den nächsten zwei Tagen tun, gemeinsam mit allen Gästen und Besuchern. 1000 Jahre, ein unvorstellbar langer Zeitraum, eine lange Zeit, in der viel passiert ist. Und wir hier in Eimelroth haben eine bewegte und besondere Geschichte zu erzählen. Eine stolze 1000-jährige Geschichte, die von Tradition und Gemeinschaft geprägt ist. 339 Jahre war unser Ort gemeinsam mit den Orten Hemmichhausen und Deisfeld eine Enklave im Waldecker Land. Eine hessische Enklave im Waldecker Land, was einige, zum Teil bis heute, spürbare Folgen mit sich brachte. Im Jahr 1590 wurde das Kirchspiel rund um Eimelroth durch die Waldecker Grafen an Ludwig von Hessen verkauft. Bis heute hält sich die Legende, dass wir wohl beim Kartenspiel verzockt worden sind, was sich tatsächlich auch etwas aufregender anhört, als verkauft worden zu sein. Es galten von nun an auf jeden Fall andere Gesetze in Eimelroth als im Waldecker Umland. Es wurde eine andere Währung angewandt als in den Nachbarorten und vieles mehr. Aus diesem Umstand heraus entwickelte sich eine örtliche Infrastruktur, die bis heute nachwirkt. Lange Zeit hatte Eimelroth in Hessen, gemessen an der Einwohnerzahl, die größte Dichte an Handwerksbetrieben. Verwaltet wurde unser Ort in dieser Zeit als Enklave durch das Gericht und Amt in Vöhl. Ich darf daher an dieser Stelle den Bürgermeister aus Vöhl, Herrn Karlhöfer, noch mal ganz besonders begrüßen. Wir sind aber mittlerweile...
Wir sind mittlerweile unter dem Dach der Gemeinde Willing aber ganz zufrieden. Das passt soweit. Mit der damaligen Sonderstellung unseres Ortes mitten im Waldecker Land ist auch die Ansiedlung einer jüdischen Gemeinde bei uns im Dorf zu erklären. Für die Mitbürger jüdischen Glaubens galten in Hessen und somit in Almroth andere Gesetze als im Waldecker Land. Die jüdische Gemeinschaft hat eine fast 200-jährige Geschichte bei uns im Ort. Mit eigenem, bis heute erhaltenem Friedhof sowie einer eigenen Synagoge, welche, wie viele andere jüdische Einrichtungen, der Reichspogromnacht zum Opfer fiel. Auch der Bergbau war in früheren Zeiten prägend für unseren Ort. Die Goldspur rund um unseren Ort erzählt diese Geschichte und ist eine Wanderung wert. Im Jahr 1929 erfolgte die Auflösung des Freistaates Waldeck, womit auch die Zeit von Almroth als hessische Enklave endete. Also Sie hören, es ist eine wirklich spannende und nicht alltägliche Geschichte, die unser Ort zu erzählen hat. Ich darf Ihnen an dieser Stelle unsere kleine Festschrift ans Herz legen. Unsere Festschrift enthält all die spannenden Geschichten und Hintergründe und wird im Dorfpark käuflich zu erwerben sein. Außerdem empfehle ich Ihnen einen Besuch unserer historischen Ausstellung unweit vom Festzelt. Eine stolze 1000-jährige Geschichte, die von Tradition und Gemeinschaft geprägt ist. Und diese Werte zeichnen unseren Ort bis heute aus. Es ist ein lebendiger Ort mit einer starken Dorfgemeinschaft, geprägt durch zahlreiche aktive Vereine und florierende Gaststätten und Restaurants. Von Landflucht kann hier keine Rede sein. Ein liebenswerter Ort. Diese außergewöhnliche Gemeinschaft und der Stolz auf den eigenen Ort zeigten sich auch in der Vorbereitung auf dieses besondere Fest. Nachdem die Weichen nun im August 2021 für eine 1000-Jahr-Feier gestellt worden waren, begannen bereits die ersten Planungen. Was sich relativ schnöde anhört, war ein langer Weg. Ein spannender Weg, auch ein anstrengender Weg. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber vor allem ein Beweis dafür, was Almroder imstande sind, auf die Beine zu stellen. Es bildete sich ein fester Schuss, es wurde ein Verein gegründet und das Fest nahm immer mehr Form an. 16 Sitzungen im Festausschuss, unzählige Treffen in kleineren Aufgabengruppen, viele Frauen und Männer, die mit Herzblut und vollem Einsatz dabei waren. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ein tolles Fest von Almrodern, für Almroder, für alle Freunde und Besucher unseres Ortes. Wer in den letzten Tagen im Ort unterwegs war, der hat es gesehen. Das ganze Dorf hat sich rausgeputzt für dieses Fest. Die Beteiligung an den verschiedenen Arbeitseinsätzen war überragend und die Vorfreude stieg von Tag zu Tag. Allen Helfern, die bei den Vorbereitungen geholfen haben oder an den Festtagen helfen, ein großes Dankeschön im Namen des Festausschusses. Und auch ein kleiner Applaus, genau. Ich möchte aber auch dem Festausschuss selber nochmal Danke sagen. Das ist schon fast ein bisschen emotional. Es war eine lange Reise. Wir können stolz darauf sein, was wir zusammen geleistet haben. Ich möchte mir die Zeit nehmen, die Namen aller Mitglieder des Festausschusses vorzulesen, um euren speziellen Einsatz nochmal zu würdigen. Ich würde vorschlagen, ich lese alle Namen vor und danach gibt es einen kräftigen Applaus, mal 14. Also, Anita Tonnemer, Conny Kurpius, Tanja Tannhäuser, Rebecca Vogel, Marina Wilke, Lisa Zölzer, Jan Buhr. Jan hat zum Beispiel den Kontakt zu einer holländischen Musikgruppe hergestellt, die unser Fest jetzt 2 Tage begleiten wird. Daniel Bernfinger, Alexander Emde, Mirko Engelbracht, Marian Jetschmenjak, Christian Sauer, Christopher Trachte und Werner Wilke. Vielen Dank euch allen. Zu erkennen sind diese Personen, die im Festausschuss mitgewirkt haben und noch mitwirken, in den grünen T-Shirts, da teilweise an der Theke vertreten. Genau, so erkennt ihr die Leute, die euch hoffentlich bei Fragen weiterhelfen können, nicht nur an der Theke. Jeder hat auf seine Weise mit seinen Stärken dazu beigetragen, dass wir unser Fest heute so feiern können. Danke sagen möchte ich auch allen Spendern und Förderern des Festes
Ohne eure, auch finanzielle Unterstützung, wäre ein solches Fest nicht möglich gewesen. Und zum Schluss möchte ich auch der Gemeinde Willing im Speziellen danken. Die Unterstützung durch die Verwaltung und insbesondere den Bauhof war und ist herausragend und nicht selbstverständlich. Dir, Thomas, dafür stellvertretend ein großes Dankeschön. Für die Begleitung des heutigen Festaktes möchte ich mich beim Posaunenchor bedanken und dem Männergesangverein inklusive Projektchor. Der Männergesangverein hat im Übrigen gestern sein 125-jähriges Jubiläum feiern dürfen. Schön, dass ihr heute Morgen schon wieder alle da seid. Ich lade euch, ich lade Sie nun dazu ein, zwei unvergessliche Tage mit uns zu verbringen. Im Lauf der beiden Festtage ist für beste Unterhaltung im ganzen Dorf gesorgt. Feiern Sie mit uns und lernen Sie den besonderen Charakter unseres besonderen Ortes kennen. Sie hören gleich im Anschluss den Männergesangverein Almeroth. Im Anschluss darf ich Herrn Bürgermeister Trachter um seine Grußworte bitten. Vielen Dank für euer Kommen, für eure Aufmerksamkeit. Und ich wünsche uns nun allen zwei unvergessliche Festtage mit viel Freude. Dankeschön. Den wir an den Himmel an den Schutz und Zeug, wie man den Heiligen.
1000 Jahre alt. Das heißt, genau genommen, wir haben es vorhin vom Ortsvorsteher gehört, vor 1000 Jahren hat es eine Urkunde gegeben, oder es ist eine Urkunde aufgetaucht, sagen wir so, die vor 1000 Jahren erstellt worden ist aus, und in der Almroth erwähnt wird. Und ob Almroth jetzt wirklich dann 1000 Jahre alt ist, wissen wir natürlich nicht. Almroth kann auch älter sein. Aber wir wissen, dass Almroth mindestens 1000 Jahre alt ist. Und das ist eine lange Zeit und eine so lange Historie und so lange Geschichte, auch das hat unser Ortsvorsteher gerade gesagt, ist aller Grund, dass diese Dorfgemeinschaft sehr stolz auf diese Vergangenheit und natürlich auch auf die darauf aufbauende Gegenwart sein kann. Und dass sie alle sehr stolz sind, das sieht man auch. Sie haben gemeinsam hier ein ganz tolles Fest auf die Beine gestellt. Gestern Abend hatten wir hier schon im Zelt einen wunderschönen Abend erleben dürfen, einen Chorabend. Der Männergesangverein aus Almroth hat sein 125-jähriges Jubiläum gefeiert und hatte viele Vereine, die hier als Gäste gestern gewesen sind und aufgetreten sind. Wir haben einen schönen, tollen Abend mit viel Musik und viel Gesang erlebt. Und das war der Auftakt. Und jetzt stehen uns noch zwei weitere Tage bevor. Wir alle konnten das Programm schon studieren, konnten das schon sehen, was der Festausschuss und diejenigen, die ansonsten mit der Organisation und Durchführung des Festes betraut sind, was die so alles auf die Beine gestellt haben. Ich möchte dafür meinen ausdrücklichen Dank aussprechen und vor allen Dingen auch meine Anerkennung. Denn, lieber Johannes, auch wenn das gerade bei dir ein bisschen emotional war, ich kann das gut nachvollziehen, wer mit seinen Mitstreitern für eine solche Sache verantwortlich ist und sowas aufbaut, und das geht ja über Monate beziehungsweise bei euch über Jahre, da wächst man rein, da identifiziert man sich, da entsteht Herzblut. Und dann hängt man auch sehr daran. Und wenn das dann auch noch nachher zur Durchführung kommt und gelingt, dann ist es umso schöner. Und insofern kann man das auch alles nachvollziehen. Also meine höchste Anerkennung und Respekt für diese tolle organisatorische Leistung. Ich halte es auch für sehr gut, dass es Menschen gibt, die bereit sind, ein solches Fest zu organisieren und solche besonderen historischen Ereignisse zu feiern. Wir haben das im Upland ja schon in mehreren Orten erlebt, die Jubiläen gefeiert haben. 1000 Jahre hatte nur noch keiner hier, aber wir hatten auch schon andere Dorfjubiläen, zuletzt in Böhmichhausen, dann auch in Hemmichhausen, kann ich mich noch erinnern. Rattler hat vor einiger Zeit sein Jubiläum gefeiert, Willingen hat Jubiläum gefeiert und Usseln auch. Und ich finde es gut, dass es immer wieder Menschen gibt, die diese historischen Ereignisse feiern, weil es aus Sicht einer Gemeinde sehr wichtig ist, dass man auch immer mal wieder Gelegenheiten nutzt, um in die Historie zu schauen, zurückzuschauen und zu sehen, wie sind unsere Orte hier eigentlich entstanden. Denn die Geschichte erklärt, wer wir sind und woher wir kommen. Die Geschichte erklärt uns die Gegenwart. Wir wissen, wenn wir die Geschichte studieren, warum die Dinge so sind, wie wir sie heute hier haben. Wenn man auf die Almroder Geschichte schaut, der Ortsvorsteher hat die wichtigen Punkte, Eckpunkte hier in seiner Rede genannt. Alles kann er gar nicht erzählen hier, sonst wird das viel zu lange dauern. Aber wir können auch in der Festschrift einiges über die Almroder Geschichte lesen. Und wir haben es gehört, auch hier im Laufe der beiden Festtage wird es noch einige Informationen und Wissenswertes dazu geben. Darum brauche ich das jetzt an dieser Stelle nicht alles auch aufzuzählen. Aber wenn man sich diese Geschichte anschaut, dann sieht man, dass Almroth eine sehr bewegte, eine sehr wechselvolle, ereignisreiche Geschichte hinter sich hat, dass sich hier ganz viel getan hat, dass die Menschen durch viele Ereignisse geprägt wurden und dass daraus dann der Ort entstanden ist, den wir heute alle kennen. Und dann schaut man in die Gegenwart und sagt sich ja, und was ist unser Almroth heute? Wie kennen wir das Almroth? Wie nehmen wir das Almroth wahr, das in den 1000 Jahren hier entstanden ist? Ich selber sage immer, das ist so ein Eindruck, den ich in den 20 Jahren, wo ich jetzt diese Bürgermeistertätigkeit machen darf, gewonnen habe. Jeder Ort im Upland hat so seine Seele. Genau wie ein Mensch eine Seele hat, so hat jeder Ort eine Seele. Und die Seele, die entsteht dadurch, durch das Erscheinungsbild des Ortes, die Menschen, die dort leben, die prägen diese Seele, die Infrastruktur, ebenso bestimmte Dinge, die in dem Ort auftreten, machen ihn einzigartig. Und eine solche Seele hat für mich auch der Ort Almroth. Und was zeichnet diese Seele aus oder was kennzeichnet die? Wie sollte ich diese Seele oder diesen Ort beschreiben? Ich würde erst mal sagen, ganz wichtig,
Der Ort ist wunderschön gelegen im Ruppland, im Waldeckerland und in Hessen. Also insofern habt ihr die Geschichte schon ganz schön gut in den Griff gekriegt. Und diese wunderschöne, idyllische Lage des Ortes ist natürlich etwas, was ihn auszeichnet. Aber auch die Menschen, die hier leben, die Dorfgemeinschaft, die Menschen, die hier leben, sind nett, aufgeschlossen, sie sind traditionsbewusst, aber auch aufgeschlossen für die Moderne. Sie sind fleißig, arbeitsam. Also ich denke, wenn man die Eimelroder so charakterisiert, dann stellt man fest, eine tolle Gemeinschaft von Menschen, die auch hier durch Zusammenhalt geprägt ist und damit eine gute, funktionierende, aktive Dorfgemeinschaft hat. Der Ortsvorsteher hat es gesagt, es gibt viele Vereine, die diese Dorfgemeinschaft beleben, die für Zusammenhalt weiterhin sorgen, die Anlaufpunkte für Bürgerinnen und Bürger sind, die bestimmte Beschäftigungen möchten. Also all das gibt es hier in Eimelroth. Wir haben eine tolle soziale Infrastruktur, wir haben eine Kirche, die funktioniert und die betrieben wird, die wir hier noch im Ort haben. Wir haben aber auch soziale Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen, Sportanlagen. Also es ist eigentlich alles da, was die Menschen brauchen, um glücklich zu sein und miteinander leben zu können. Auch was wir aus den Geschichtsbüchern sehen können und was auch der Ortsvorsteher sagte, finde ich auch sehr wichtig. Die wirtschaftliche Struktur in Eimelroth ist auch bemerkenswert. Viele selbstständige Unternehmen aus Landwirtschaft, Handwerk, Tourismus, die hier tätig sind in dem Ort. Und insofern ist das schon eine sehr lebendige, intakte, gut funktionierende Dorfgemeinschaft. Und diese Werte, oder ich nenne das mal weiche Faktoren einer Lebensqualität, die wir uns ja alle wünschen. Wir wollen ja da, wo wir wohnen, Lebensqualität haben. Also diese weichen Faktoren der Lebensqualität, die sind vielleicht auch für die Zukunft, und das soll dann auch der Blick in die Zukunft sein, genauso wichtig wie harte Faktoren, wie wirtschaftliche Strukturen und so weiter. Man bildet aus diesen weichen Faktoren so etwas, ich würde das mal jetzt als Heimatgefühl definieren. Also man sagt, Eimelroth ist meine Heimat, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich verbunden, hier bin ich verwurzelt, hier bin ich gerne, hier fühle ich mich sicher und geborgen. Und das ist dieses Heimatgefühl, was, denke ich mir, sehr wichtig ist und was die Lebensqualität der Menschen hier auch auszeichnet. Und das sind dann auch die Faktoren, die uns gute Chancen für die Zukunft geben. Wir haben es gerade vom Ortsvorsteher gehört. Hier in Eimelroth ist das Leben, so sieht er das eben auch, gesund. Es sind alle zufrieden, sind alle glücklich. Sie bekommen alle das, was sie möchten. Und aber fast, Johannes. Fast. Fast. Aus der Perspektive der Gemeinde möchte man das jedenfalls gerne so sagen. Und deswegen ist es eben auch eine gute Zukunftsaussicht, die der Ort hat. Denn wenn die Menschen hier leben möchten und hier gerne sind, dann werden sie auch hier bleiben und nicht weggehen. Und der Ort wird weiter existieren und sich dann eben auch entsprechend positiv entwickeln. Wir als Gemeinde, wenn ich da so die Schwerpunkte sagen sollte, der jüngsten Vergangenheit, die wir hier in Eimelroth hatten, dann denke ich an die Dorferneuerung. Mein Vorgänger im Amt, der Hubert Bechstein, Bürgermeister AD, mit seiner Frau ist heute auch hier zu Gast. Und er hat ja noch das Dorferneuerungsprogramm eingeleitet hier in Eimelroth, das ich dann fortsetzen durfte. Und da ist sehr viel passiert. Wir haben die Straßen in Ordnung gebracht, wir haben Kanäle, Wasserleitungen in Ordnung gebracht. Es wurden öffentliche Einrichtungen geschaffen und in Ordnung gebracht. Viele private Investitionen sind erfolgt. Also das Dorferneuerungsprogramm hat uns schon einen wesentlichen Schritt weitergebracht. Und gemeinsam mit dem Ortsbeirat und dem Ortsvorsteher arbeiten wir ja jetzt schon wieder an den zukünftigen Projekten hier in Eimelroth, die wir dann hoffentlich auch alle hinbekommen. Aber da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Ja, so viel zu den Worten oder der Sichtweise der Gemeinde. Ich hatte auch übrigens den Auftrag, im Namen der Ortsvorsteher mitzusprechen und auch unseres Vorsitzenden der Gemeindevertretung, der Christopher Leser, der auch mit seiner Frau heute hier ist. Er hat mich auch gebeten, ihn in das Grußwort einzubinden. Die wollen nicht alle noch mal extra was sagen, weil wir wollen das ja hier genau wie gestern Abend einigermaßen kurz halten. Aber die Grüße dieser Personen, die ich genannt habe, die möchte ich also dann auch
an dieser Stelle noch ausdrücklich ausrichten. Ja, dann gucke ich auf den Staatssekretär, das wird jetzt gleich der nächste Redner sein, der nach mir kommt. Der wird uns eine Urkunde übergeben, die sicherlich auch eine sehr bemerkenswerte Auszeichnung ist. Was ich aber noch erwähnen möchte, der Staatssekretär, der kommt aus Richtung Süden angefahren, aus Richtung Wiesbaden. Und er hat gesagt, auf dem Weg hier hoch wäre das Wetter gut gewesen. Das ist für mich erstmal ein Zeichen oder eine Hoffnung, dass das hier hochzieht und noch ein bisschen besser wird im Laufe des Tages. Wäre schön, wenn Sie nicht nur gleich als Redner und Verleiher einer Urkunde auftreten, Herr Staatssekretär, sondern auch als Bote für noch besseres Wetter. Denn das ist das, was ich Ihnen, meine Damen und Herren, ganz besonders noch gönne, denn Sie haben so ein tolles Fest vorbereitet. Es wäre schade, wenn das jetzt zu schlecht wird, das Wetter, aber die Perspektiven sind ja gut. Und ich freue mich jetzt auf die nächsten zwei Tage hier in Almroth und hoffe, dass Sie auch alle hier viel Spaß haben. Und feiern Sie auch kräftig, denn Sie alle haben sich das verdient. Zum Schluss übergebe ich eine Urkunde an den Ortsvorsteher. Lieber Johannes, wenn du bitte noch mal kurz zu mir hochkommst. Da steht drauf, Urkunde zum 1000-jährigen Jubiläum gratuliert die Gemeinde Willingen-Obland der Dorfgemeinschaft Almroth sehr herzlich. Die 1000-jährige Geschichte ist etwas, das die in Almroth lebenden Menschen gemeinsam haben, das sie verbindet und das sie als Dorfgemeinschaft prägt. Wir wünschen der Dorfgemeinschaft eine friedliche und glückliche Zukunft. Und das möchte ich unterstreichen in der heutigen Zeit, das wünschen wir Ihnen wirklich, dass Sie friedlich und glücklich in diesem Ort auch die nächsten Jahrhunderte leben können. Alles Gute, vielen Dank und ein schönes Fest. Wenn das Wetter heute wirklich aus Süden kommt, dann wird es gut. Dafür drücke ich die Daumen und will auch mein Bestes geben. Jedenfalls auf Höhe des Edersees war es absolut sommerlich und sonnig. Meine sehr geehrten Abgeordneten des Deutschen Bundestags, wie des Hessischen Landtags, Frau Dilcher, Herr Bohlmann, sehr geehrter erster Kreisbeigeordneter Friese, sehr geehrter Bürgermeister Trachte, sehr geehrter Ortsvorsteher Becker und meine sehr geehrten Vertreter der Ortsteile, Vorstände und Mitglieder der Vereine, sehr geehrte Vertreter der Presse, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb bedanke ich mich herzlich für Ihre freundliche Begrüßung und freue mich tatsächlich, heute hier zu sein. Ein für Sie wichtiger Tag, deswegen ist es auch ein für mich wichtiger Tag. Und ich freue mich tatsächlich, dieses besondere Jubiläum, 1000 Jahre, wir haben es eben gehört, alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Es war eine spannende Zeit, wie Herr Becker berichtet hatte, mit Ihnen feiern zu können. Es freut mich auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Nichts ist wichtiger, als gerade in mittleren und kleinen Ortschaften in der Gemeinschaft solche Jubiläen zu erleben. Und so darf ich Ihnen zum einen von unserem Ministerpräsidenten Boris Rhein, von der gesamten Landesregierung, wie auch persönlich ganz herzlich zu diesem besonderen 1000-jährigen Bestehen Ihres Ortsteils Almroth gratulieren und Ihnen, den Almrothern Bürgerinnen und Bürgern, ganz herzlich dazu gratulieren. Die wesentlichen Daten und Fakten kennen Sie ohnehin und auch besser als ich. Herr Becker, Herr Trachte haben einige markante Jahreszahlen wiederholt. Aber letztlich ist das immer nur das äußere Gerüst, das man von außen sieht, wie bei einem Fachwerkhaus oder einem modernen Hochhaus, der Stahlgrippe. Wichtig ist, was steckt denn drin? Die Innereien, die Füllung. Und diese Füllung der tausendjährigen Tradition, das sind Sie. Das sind die Bürger. Und deswegen ist es tatsächlich wichtig, auch heute zu einem solchen Jubiläum zusammenzukommen, so wie hier zu feiern. Das ist wie bei Familienfeiern. Man kennt sich, man ist engstens verbunden, muss aber trotzdem an einer oder anderen Gelegenheit diesen besonderen Punkt setzen. Die Kenntnis der Geschichte, der engeren Umgebung, das daraus gewonnene historische Bewusstsein und das Heimatgefühl sind gerade in der heutigen Zeit, die davon vielen Unsicherheiten geprägt sind, sei es politisch, sei es wirtschaftlich, sei es sogar mit Blick auf das Klima, immer wichtiger, um tatsächlich Grundlage der weiteren Identitätsbildung des Kerns einer örtlichen Gemeinschaft
zu kommen. Und gerade für die junge Generation ist die Kenntnis der Geschichte des eigenen Ortes besonders wichtig, haben sie doch auch den größten Teil der Zukunft noch vor sich. Vor allem wird aus der Geschichte erkennbar, mit welchen Schwierigkeiten die letzten Jahre, Jahrzehnte und wenn sie weit rücken, erst recht die letzten Jahrhunderte verbunden waren. Das ist der Wechsel der Herrschaftsverhältnisse mit den daraus folgenden Unwägbarkeiten, auch das haben wir gehört, andere Währung, andere Rechtsprechung, andere Religion, ein Wechsel hin und her. All diesen Widrigkeiten oder auch Unwägbarkeiten war die Bevölkerung über wenigstens diese 1000 Jahre immer wieder über Jahrhunderte ausgesetzt. Diese Erfahrung, auch Spielball der Geschichte zu sein, ist die eigentliche Wurzel dessen, was wir heute kommunale Selbstverwaltung nennen. Die Menschen wollten ihr eigenes Schicksal mitgestalten, selbst in die Hand nehmen und nicht mehr nur erdulden oder aufgedrückt bekommen. Denn eines sollte man nicht vergessen, den Menschen, ich hatte es eben erwähnt, wurde von den Regierenden über Jahrhunderte hinweg selten etwas geschenkt. Die Menschen standen nie im Mittelpunkt. Es war der Regierende selber, es war sein Machterhalt, seine Ländereien, sein Vermögen. Die Menschen spielten dort eine untergeordnete Rolle. Und so war die Verbesserung der Lebensverhältnisse auch ein Erfolg des zähen Ringens auch ihrer Vorfahren hier, wie im gesamten Land, um angemessene Beteiligung und Mitbestimmung. Und wie uns die aktuelle Situation in der Ukraine zeigt, sind auch die Freiheitsrechte leider nicht selbstverständlich. Wir feiern dieser Tage am 23. Mai das Jubiläum 75 Jahre Grundgesetz und betonen alle, wie klug diese Verfassung formuliert wurde mit ihren Grundrechten, unmittelbaren Freiheitsrechten und vor allen Dingen Rechten, die auch gelten aus sich heraus, ohne dass dies jemals ein Gericht festgestellt hätte. Umso wichtiger ist es, und ich bin hier, um Ihnen die Freie vom Stein Ehrenurkunde zu verleihen, dass wir uns nochmal vergewissern, dass die kommunale Selbstverwaltung tatsächlich der Grundpfeiler unseres Zusammenlebens, letztlich der Grundpfeiler der staatlichen Ordnung ist. Ihre Bedeutung kann man gar nicht oft genug hervorheben. Denn die Gemeinden sind der eigentliche Lebensraum der Bevölkerung. Hier leben Sie, in meinem Dorf, ich bin auch im Dorf geboren, bin wirklich gerne in so einer kleinen Gemeinschaft, auch heute noch zu Hause, dort lebe ich. Das ist der Kern des gemeinsamen Zusammenlebens. Das kommunale Leben ist von entscheidender Bedeutung für auch das Wohlbefinden, das Wohlgefühl des Einzelnen. Und die Gemeinden sind auch die Nahtstelle zwischen Bürger und, nennen Sie es Staatsmacht. Mit keiner Verwaltung hat der Bürger so häufig zu tun wie mit seiner Kommune, seiner Gemeindeverwaltung. Und doch gilt nach wie vor, die Wirksamkeit einer noch so gut verfassten kommunalen Selbstverwaltung steht und fällt mit der Bereitschaft, möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger aktiv mitzuwirken. Heute wird das häufig unter dem Begriff des Ehrenamtes, das die Landesregierung seit Jahren fördert und unterstützt, zusammengefasst. Früher, ich will es nicht zu sehr banalisieren, war das schlicht das normale Zusammenleben, ihr Leben hier vor Ort. Das war das, was wir brauchen, die aktive Beteiligung an der Erfüllung der Aufgaben der Kommune mitzuwirken. Wir dürfen, aber das muss ich Ihnen nicht sagen, sonst wäre Ihr Ort nicht 1000 Jahre alt geworden, nicht immer nur warten, dass ein anderer handelt, nicht immer den Staat Hilfe rufen. Das war noch nie das Allheilmittel, wird es künftig auch nicht sein. Und gerade in diesen Tagen etwa leerer werdender Kassen, Sie haben etwa die Zahlen der jüngsten Steuerschätzung bis ins Jahr 2028 gehört, wird es umso wichtiger sein, dass Sie selbst, wir selbst Ideen entwickeln, anpacken und miteinander wirken. Und das ist letztlich auch der Auftrag des Freiherrn vom Stein, des großen deutschen Staatsmanns, uns Reformers und des Vaters der kommunalen Selbstverwaltung, der den tätigen Bürger in das Zentrum seines Blickes gestellt hat und schon etwa 160 Jahre vor Kennedy, der auch sagte, nicht immer nur fragen, was der Einzelne, was der Staat tun kann, sondern was der Einzelne hat, Freiherr vom Stein formuliert, die Belebung des Gemeinsinns und Bürgersinns sei das Zentrum der Belegungen zu stellen. Und diese Botschaft, ich hatte es erwähnt, ist heute so aktuell, wenn nicht gar aktueller als vor 200 Jahren. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Ihnen stellvertretend, Ihrem Bürgermeister und Ortsvorsteher, gleich im Namen der Hessischen Landesregierung die Freie vom Stein Ehrenurkunde verleihen darf. Der Verleihung dieser Ehrenurkunde liegt der Gedanke zugrunde, an die früher eigenständigen Gemeinden und ihre Geschichte zu erinnern. Mit dieser Urkunde würdig, ich hatte es eben erwähnt, das Land Hessen, das politische Gemeinwesen, ihr aktives Tun daran, diese Kommune tatsächlich liebenswert und wir haben es eben gehört, praktisch ideal zu halten. Das freut mich als Vertreter eines Innenministeriums, das auch Kommunalministerium ist, besonders. Ich wünsche Ihnen deshalb grundsätzlich eine wirklich glückliche, friedvolle, friedliche
Zukunft in den nächsten beiden Tagen zwei wunderbare Feiertage jenseits von Pfingsten. Der Pfingstmontag folgt ja auch noch. Ich denke, Sie haben, auch das haben wir gehört, lange darauf hingearbeitet, hingefiebert. Deswegen drücke ich Ihnen die Daumen für wirklich ein tolles Miteinander und zwei schöne Feiertage und allzeit eine glückliche Hand in Ihren weiteren Entscheidungen. Ich darf nun Herrn Bürgermeister, Sie und auch Herrn Becker bitten, die Ehrenurkunde entgegenzunehmen. Die Urkunde hat folgenden Wortlaut. Im Namen der Hessischen Landesregierung verleihe ich der Gemeinde Willingen-Upland, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Regierungsbezirk Kassel, aus Anlass des 1000-jährigen Jubiläums der erstmaligen urkundlichen Erwähnung des Ortsteils Eimelroth die Freier vom Stein Ehrenurkunde. Die Freier vom Stein Plakette wurde der Gemeinde Willingen-Upland bereits am 26. November 2016 verliehen. Die Hessische Landesregierung würdigt durch die Verleihung dieser Ehrenurkunde die den Einwohnerinnen und Einwohnern zum Wohl des Gemeinwesens geleistete Arbeit mit den besten Wünschen für eine friedliche Zukunft. Wiesbaden, den 18. Mai 2024, der hessische Minister des Innern für Sicherheit und Heimatschutz, Professor Dr. Roman Poseck, Staatsminister. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, ich darf jetzt noch mal den Männergesangverein auf Projektchor, den Projektchor auf die Bühne bitten. Im Anschluss an den Projektchor wäre Zeit für Grußworte. Wer welche sprechen möchte, darf sich dann im Anschluss einfach gerne hier oben einfinden. Von morgen der Schauer wird erzählt.
Ja, funktioniert alles bestens. Vielen Dank. Vielen Dank auch an den Projektor. Das war ein toller und ein gelungener Beitrag. Freue mich, dass Sie hier so aktiv mitwirken. Und ich will die Gelegenheit gleich zu Beginn auch nutzen, Ihnen noch nachträglich für gestern zu gratulieren, zum 125. Geburtstag Ihres Gesangvereins. Die Vereine sind nun mal die tragenden Säulen unserer Dörfer und Städte. Und wenn man dann ein solches Vereinsjubiläum noch einbetten kann, dann ist es eine wunderschöne Sache. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Ortsvorsteher Becker, lieber Thomas, Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren, Ehrengäste, liebe Eimelroderinnen und Eimelroder, danke für die Einladung. Ich bin heute Morgen ausgesprochen gerne hier hoch ins Upland gekommen, unten aus Allendorf-Eder, wenn ich dabei sein kann, ein tausendjähriges Jubiläum zu begehen. Ich habe mich zurückerinnert, habe heute Morgen noch kurz mit meiner Frau gesprochen. Ich bin ja schon ein paar Tage alt und ein paar Jahrzehnte auch kommunaler Wahlbeamter, aber 1000 Jahre, das hatte ich, glaube ich, noch nicht. Und deshalb ist das ganz etwas Besonderes. Und ich gratuliere Ihnen allen, liebe Eimelroderinnen und liebe Eimelroder, zu diesem tollen Geburtstag. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Ortsvorsteher mit der eindrucksvollen Rede, die er gehalten hat, und zu dem Festprogramm. Das haben Sie wirklich gut gemacht. Und wenn der Staatssekretär jetzt das gute Wetter noch im Huckepack hat, dann kann ja gar nichts mehr passieren. Neben meinen persönlichen Glückwünschen überbringe ich auch gerne die des Landkreises Waldeck-Frankenberg, die meines Kollegen Landrat van der Horst, des Kreisausschusses, des Kreistages und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Verwaltung. Wir freuen uns alle, dass Sie Ihr Fest, Ihr Dorf so groß feiern. Alle unsere Dörfer und kleinen Städte, meine Damen und Herren, können auf eine mehr oder weniger spannende Geschichte zurückblicken. Dass die hier bei Ihnen in Eimelroth nochmal ganz besonders war, das ist schon beschrieben worden, darauf brauche ich nicht einzugehen. Aber ein tausendjähriger Geburtstag, der bietet in vielfältiger Weise Gelegenheit, auf das Vergangene zurückzuschauen, aber, und das ist mir ganz wichtig, auch optimistisch in die Zukunft zu schauen. Schon in der Vergangenheit haben die Bürgerinnen und Bürger aufgrund des Zusammenhalts in allen Lebensbereichen die ständig sich wandelnden Herausforderungen der Zeitgeschichte gemeistert. Das wissen wir alle. Und damit können Sie in dem Jubiläumsjahr sicherlich auch verstärkt aufbauen auf die kommende Zeit. Dass es sich hier in Eimelroth gut leben lässt, das wussten ja schon die Vorfahren. Sonst hätten die sich vor 1000, Thomas, du hast gesagt, vielleicht 1000 plus x Jahren nicht hier angesiedelt und könnten nicht zurückschauen. Aber wir können auf diesem Fundament aufbauend alle auch mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Eimelroth, das ist ein zukunftsfähiger Ort in einer Gemeinde Willigen Upland mit hervorragender Infrastruktur, die alle Einrichtungen bietet, die für den Alltag notwendig und wünschenswert sind. Trotz der nach wie vor landwirtschaftlichen Prägung, der Dichte von Handwerksbetrieben und dem gastronomischen Angebot hat sich aber das Leben auch in Ihrem Dorf in den letzten Jahrzehnten gewandelt, stark gewandelt. Die Dörfer in unserem Raum sind in Teilen Wohndörfer geworden. Menschen fahren zur Arbeit. Dafür konzentriert sich das öffentliche Leben auf die Bereiche Familie und Freizeit. Aber die Angebote von Kommune, von Kirchen, von Vereinen und Verbänden bieten ein breites Betätigungsfeld, auch hier in Eimelroth. So etwas, meine Damen und Herren, schafft Lebensfreude und Lebensqualität. Und wir brauchen uns in unseren Dörfern überall in Waldeck-Frankenberg in keiner Weise zu verstecken. Ganz im Gegenteil, Dorfleben ist zeitgemäß. Dorfleben ist von menschennaher Qualität. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben uns die Demoskopen Land auf, Land ab das Bild verödender ländlicher Räume gezeichnet. Der Trend der Urbanisierung ist aber nicht nur aufgehalten, er wendet sich aus meiner Zeit zusehends. Auch in unserem Landkreis gehen die Einwohnerzahlen nicht zurück, steigen leicht an. Menschen wissen Wohn- und Lebensqualität, die die ländlichen Räume bieten, wieder mehr zu schätzen. Selbst viele unserer
jungen Menschen, die auswärts studiert oder erste Schritte außerhalb der Elternhäuser gegangen sind, kehren zurück und stärken unsere Dörfer und Städte. Stadt ist teuer und anonym, Dorf ist empathisch, lebenswert und vertraut, und das Geburtstagskind ist beredtes Beispiel dafür. Alles Dinge, die Menschen in dieser schnellen Zeit, sich rasch wandelnden Zeiten benötigen. Auch deshalb ist mir nicht bange um unsere Dörfer. Die Chancen sind da. Das Dorfjubiläum, lieber Herr Becker, liebe Einroderinnen und Einroder, ist eine vortreffliche Gelegenheit, dem Nachbarn die Hand zu reichen, gemeinsam die sicher großen Anforderungen zu bewältigen. Und der 1000. Geburtstag ist unter diesem Gesichtspunkt ein wahrer Schatz, eine tolle Basis für die Zukunft von Eimelroth. Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft. In ihr gedenke ich zu leben. Das hat Albert Einstein einmal beschrieben. Und genauso, und da bin ich bei Ihnen, Herr Staatssekretär Rösler, müssen wir uns aufstellen in der kommenden Zeit. Jede Zeit hat ihre Probleme, Sorgen und Nöte. Aber wir leben halt in dieser Zeit, genau in dieser Zeit. Und wir müssen uns diesen Anforderungen stellen und mit Mut und Zuversicht in die Zukunft schauen. Und ein solches Dorfjubiläum ist eine tolle Möglichkeit, Ihr Eimelroth weiterzuentwickeln. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Zwei tolle Tage über Pfingsten mit Ihren Liebsten, mit Freunden und Freunden, die Sie noch gewinnen werden, und freue mich auf eine gute Zukunft für alle Eimelroderinnen und Eimelroder. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Wenn ich runtergehe, ein klein bisschen habe ich aus der Kreisklasse mitgebracht. Das meiste kassiert immer der Bürgermeister, aber heute habe ich für Sie etwas dabei. Danke Ihnen allen fürs Zuhören. Ja, lieber Festausschuss, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Anwesende, Festgemeinde hätte ich jetzt fast als Pfarrer gesagt. Im Namen der Kirchengemeinde gratuliere ich natürlich dem Dorf zum 1000-jährigen Dorfjubiläum. 1000 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung. Thomas, du hast es ja schon gesagt, wie alt das Dorf wirklich ist, wissen wir nicht. Und vielleicht können wir in ein paar Jahren noch ein höheres Jubiläum feiern. Wer weiß. Die Dorfgeschichte ist sicherlich auch eine Glaubensgeschichte. Menschen haben sich hier versammelt, um zu ihrem Gott zu beten und ihn für das eigene Wohlergehen zu bitten. Die kirchlichen Rituale haben den Menschen geholfen, sich im Laufe eines Jahres und auch des eigenen Lebens zurechtzufinden. Es gab Rituale zur Aussaat. Neulich habe ich gerade darüber gelesen, dass das Ostereiersuchen seinen Ursprung darin hat, dass bunte Eier in der Erde versteckt waren, um für eine gute Saat und Ernte zu bitten. Und im Herbst feiern wir ja die Erntefeste und Erntedankgottesdienste. Kinder wurden selbstverständlich getauft, möglichst sehr früh, um sie Gott anzuvertrauen. Und auch am Lebensende gab und gibt es Rituale. Zu wissen, was jetzt dran ist, was jetzt getan werden sollte oder muss, das hilft den Menschen in schwierigen Situationen. Die Kirche und die weltlichen Herren gehörten früher zusammen. Die Obrigkeit galt als von Gott eingesetzt. Die Landesherren haben über den Glauben ihrer Untertanen entschieden. Und oft genug haben die kirchlichen Institutionen ihre Macht und ihre Möglichkeiten ausgenutzt, um einen Vorteil daraus zu ziehen. Da hat sich im Laufe der Jahrhunderte doch einiges geändert. Aber unabhängig davon bleibt die Kirche wichtig für das Dorf, und die Menschen fühlen sich hier im Dorf ja auch verantwortlich für ihre Kirche. Das ist uns ja deutlich geworden, beispielsweise bei der Wiedereinweihung unserer Kirche im April nach der Sanierung. Und das wird auch daran erkennbar, dass wir morgen hier um 11 Uhr
einen Festgottesdienst feiern werden. Was ist wichtig für die Zukunft eines Dorfes? Ich glaube, dazu gehört neben vielem anderen vor allem auch ein Ziel und eine Vision. Und was ich damit meine, möchte ich mit einer kurzen Geschichte verdeutlichen. Drei Steinmetze sind dabei, Steine zu behauen. Ein Kind sieht sie und fragt den ersten Steinmetz: Was tust du da? Siehst du das nicht? Fragt er zurück und sieht dabei noch nicht einmal auf. Ich behaue die Steine. Und was tust du da? Fragt das Kind den zweiten. Seufzend antwortete der: Ich verdiene mein Geld, um für meine Familie Brot zu kaufen zu können. Meine Familie ist groß. Das Kind fragt auch den dritten Steinmetz: Was tust du? Dieser blickt hinauf zur Höhe und antwortet leise: Ich baue eine Kathedrale. Die Vision, an etwas Großem und Wichtigem zu bauen, die sollte uns im Dorf und in der Kirchengemeinde beflügeln, unseren Teil zum Ganzen beizutragen. Und dieses Fest mit seinem unglaublichen Engagement ist dafür ja ein wunderbares Zeichen. So wünsche ich dem Dorf und uns allen eine segensreiche Zukunft mit vielen engagierten Menschen und dem Wissen, an Gottes Segen ist alles gelegen. Ich danke Ihnen. Sehr geehrt. Jetzt funktioniert's, ja. Sehr geehrter Bürgermeister Thomas Trachte, sehr geehrter Staatssekretär Martin Rösler, sehr geehrter Kreisbeigeordneter Frese, sehr geehrte Bundestagsabgeordnete Dilcher, sehr geehrte Ortsvorsteher, aber vor allem liebe Eimelroderinnen und Eimelroder. Schon allein an dieser Begrüßung sieht man, wie viele Menschen hierher gekommen sind, und man könnte noch viel, viel mehr Ehrengäste begrüßen. Und das ist schon toll, an einem Samstagmorgen ein so volles Zelt zu sehen, mit vielen Menschen nicht nur aus Eimelroth und aus dem Upland, sondern auch darüber hinaus. Und das zeigt, glaube ich, welches besondere Fest Sie heute und morgen hier in Eimelroth feiern. Und deshalb auch von mir einen herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 1000-jährigen Geburtstag. Sie haben allen Grund zu feiern. Und damit Sie Grund zu feiern haben, und um das auch nochmal deutlich zu machen, haben Sie auch ein wirklich sehr abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt und heben da vor allem auch Ihre Tradition in Eimelroth hervor, beispielsweise mit dem Handwerksdorf, was ich sehr gut finde, dass Sie das hier auch zur Schau stellen. Und wir haben den geschichtlichen Part ja schon gehört. Eimelroth, knapp 450 Einwohner, 180 Gästebetten, wenn ich richtig informiert bin, 4 Gaststätten und noch zahlreiche Handwerksbetriebe hier im Ort. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in dieser 1000-jährigen Historie letztendlich dann mit besteht. Dass nämlich als Enklave man darauf angewiesen war, sich selbst zu versorgen. Und das hat bis heute gehalten und Eimelroth geprägt. Und das ist etwas ganz Tolles, wo man tatsächlich auch über Eimelroth hinaus, über Eimelroth spricht und Eimelroth dafür bekannt ist. Und darauf können Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr stolz sein. Und vielleicht zum Schluss noch einen kleinen Witz. Sie sollten vielleicht nur aufpassen, falls Bürgermeister Trachte und Bürgermeister Karlhöfer heute Karten spielen sollten, dann sollten Sie vielleicht skeptisch werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ein schönes Festwochenende, alles Gute, und das Wetter wird auch gut, da bin ich mir sicher. Glück auf!